Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt in den Kanal Gesundheit, danke. Heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, ist Gott gemein? Ist Gott gemein? Wieso muss ich so viel Leid erleben? Wieso sind alle Menschen so gemein zu mir? Wieso gibt es so viele Krankheiten? Wieso hat meine Mutter Krebs bekommen? Wieso hat sie mich verlassen? Wieso gibt es so viele Kriege und so viele Tote und so viel Leid? Wieso müssen so viele Flüchtlinge ihre Heimat verlassen? Wieso? Für mich ist diese Frage schwierig, definitiv, die Theodizee-Frage, aber ich habe zwei Antworten auf die Frage gefunden. Eine Antwort ist, dass Gott eigentlich Leid zulässt, weil er es gut mit uns meint. Und da gibt es ja einen Bibeltext, da sagt Gott, wen ich liebe, den weiß ich zurecht und nehme ihn in Zucht. Mach also ernst und kehr um. Das heißt übersetzt, dass Gott eigentlich, wenn er uns lieb hat, dann nimmt er uns in Zucht, dann weist er uns zurecht und dann kann es auch manchmal wehtun. Und da gibt es das Beispiel von einem Vater, wenn ein Vater ein Kind erziehen möchte, dann möchte er ihm irgendwas beibringen, dann sagt er ihm, du musst das und das machen und das lassen und dann kann es sein, dass das Kind es nicht will. Und dann ein richtig liebender Vater, der wird sich auch nicht davor scheuen, das Kind mal zu erziehen und dann eventuell auch zu strafen. Wenn das Kind ständig nur Fernseher schaut, dann sagt er dem Kind, okay, so geht es nicht. Du hast jetzt eine Woche Fernsehverbot. Wieso macht es der Vater? Weil er das Kind lieb hat. Und so ist Gott auch. Und der zweite Punkt für mich ist, für Gott ist der freie Wille von jedem einzelnen Menschen, das höchste Gut. Er möchte, dass wir uns selber frei entscheiden können, was wir wollen. Und wenn wir uns für einen schlechten Weg entscheiden, dann lässt Gott es zu. Dann müssen wir aber mit den Konsequenzen leben und die sind manchmal schlecht. Wenn jetzt zum Beispiel man sagt, er möchte einfach sein ganzes Leben lang rauchen und dann am Ende Lungenkrebs bekommt, dann lässt Gott es zu, weil der freie Wille ihm sehr wichtig ist. Aber er möchte uns dadurch auch erziehen, dass wir weiterkommen. Ja, und wenn ihr noch mehr hören wollt zu dem Thema, kann ich euch einen guten Kanal empfehlen von Miguelovic. Da gibt es auch ein Video, ist Gott gemein? Und egal, ob es um psychische oder um geistige oder um körperliche Gesundheit geht, egal, ob es um Probleme und Sorgen geht, die euch den Schlaf rauben und die euch fertig machen, auf die Wahrheit kommt es an und die Wahrheit wird euch frei machen.